eine Drossel erwartet, eine kleine Performance-Minderung, aber den haben sie rausgestrichen. Und sie schreiben auch, we mean unlimited. Ja. If we say unlimited. Weil viele sagen es, aber machen es nicht. Ja, viele Anbieter, auch amerikanische, da ist es dann bis 20 Gigabyte unlimitiert und danach kannst du, danach ist Schluss. Die belgischen Anbieter machen das auch so. Bis 20 Gigabyte ist es. Oh. Ohne Limit. Und dann ist Feierabend. Bei den Briten ist bei Superdrug Mobile auch keine Volumengrenze angegeben. Gar nicht. Das ist also auch komplett ohne Limit. Ja. Ja, und das Schöne ist eben an meiner irischen Karte, dass es eben auch auf Suriname und Sint Maarten ohne Limit funktioniert. Ja, das ist toll. Ich kann also in der Karibik jetzt sitzen und kann umsonst ohne Datenbeschränkung surfen. Wo Datenvolumen auch sehr, sehr teuer ist, in Japan. Ja. Deswegen lassen die Amis die japanischen Karten links liegen. Dank Google Fi.
Ja. Wie die Schweizer langfristig mit Yalo Swipe überleben wollen, das... Ich hab euch das mal an. Neu. Mexikanisches Restaurant. Aha. Das ist ein Nebel drin, ja. Ja. Viele Amerikaner nutzen ihre US-Karte auch in Mexiko. Nee, und in Japan. Also in Japan verzichtet man dann auf die, auf deren Tarife. Ja. Hallo euch. Morgen. So. Nee, die Iren machen es einem wirklich einfach. Die Iren.